Komm, landen im Maul. Bringt das was? Sind da Waffen? Lol. Nein. Maximum ungünstig. Oh, lol, 56 Leben verloren. Lol. Ja, das sieht doch geil aus. Guck mal, der Helm. Lol, da hat die Tarkov-Kopfhörer auf. Guck mal. Wie geil ist das denn? Mega nice. Guck mal, der Helm mit den Kopfhörern. Da sind die Comtecs. Comtecs 2. Guck mal, die Kopfhörer, die auf hat. Wie geil. Das ist cool. Guck mal, das ist auch geil, weil unabhängig davon, welches Visier ich aufhabe. Guck mal, man könnte jetzt mit dem Visier auf dem Visier bleiben. Ich habe jetzt zweifach drauf. So normal zielen für Nahkampf. Und dann so. Und dann einmal drücken für zweifach. Zweifach, zweifach, zweifach. Und dann gedrückt halten. Zweifach, zweifach gedrückt halten. Nice. Und wenn man möchte, kann man dann hier in dem Modus dann wechseln. Auf Rotpunkt. Was man aber gar nicht mal bräuchte, weil das ist ungefähr dieselbe Distanz hier. Dieses und dieses. Movement. Bandage. Backpack 3. Ah, hier. Backpack 3. Ah, das ist wirklich sehr, sehr intuitiv gemacht hier, muss man sagen. Muni. Here we go. Hier, das ist der Garena-Player. Kann man einfach runterladen, einfach auf garena.com. Garena.com. Ja, und dann kann man hier den Player runterladen. Und hier kann man die ganzen Spiele runterladen. Geil, oder? Und hier ist ROE. Ja, komm, gehen wir mal rein. Da, das ist Europa. Das ist, heißt jetzt offiziell Ring of Elysium. Ring of Elysium. Geil, oder? Komm mal her. Das ist das Game. Das ist installiert. Oh, bitte. Ja, das ist es. ROE. Ring of Elysium, Tencent's Europa von Garena. Gehst hier ins Hauptmenü. Hier. Dann oben. Einstellungen. Klar, Sprache Englisch. Und hier, das ist wichtig. Das ist jetzt kein illegaler Hack oder sowas, das ich hier nicht zeigen darf. Das ist einfach nur Regionsumstellung. Standardmäßig ist, glaube ich, Singapur ausgewählt. Singapur. Guck mal, da war ich jetzt noch vor ein paar Wochen. Hongkong war ich auch. Lol. Aber wenn du Singapur stehen lässt, geht's nicht. Das Spiel ist nur in Thailand released. Das heißt, du musst hier wechseln auf Thailand. Und dann drückst du auf Save. Und dann bekommst du hier die ROE-Auswahl. Erst dann geht's. Wir spielen auf dem Thai-Server. Das ist natürlich... Klar, werden wir dann einen hohen Ping haben und so weiter. Das heißt, darauf werden wir jetzt gar nicht gucken. Ping, Lags, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gucken natürlich auf die anderen Sachen. Lass mal reingehen. So, Charakterauswahl. Ihr seht, das Ganze ist super verpixelt, also machen wir folgendes. Komm. Ja. Das ist nämlich der Hack. Ich zeig mal kurz, was ich gemacht habe. Anders geht's nicht. Ich habe hier nebenbei mein Nvidia-Panel offen. Das ist mal jetzt der Hack sozusagen für das Ganze. Das Spiel unterstützt nur Full HD, mehr nicht. Und wenn ich das hier starte, dann passt nichts mehr. Die Auflösung passt nicht, der Mauszeiger ist falsch. Mal abgesehen davon, dass es komplett verpixelt ist, weil ich einen WQHD-Monitor habe. Dann geht man, nachdem das Spiel gestartet ist, hier in die Nvidia-Systemsteuerung. Geht von hier von Full HD auf WQHD und macht dann einfach übernehmen. Das ist alles. Und wenn man das über Nvidia macht, übernimmt das Spiel, sozusagen wird es neu skaliert. Und jetzt kann ich es nochmal benutzen. Obwohl hier oben noch Full HD steht, wird es jetzt in WQHD dargestellt. Und jetzt ist auch die Maus wieder da, wo sie sein soll. Und continue. Jo. GG. Mhm. Ist schon lustig, ich habe mich erst mit Dave gebattelt und gewonnen und jetzt mit dir. Ja, du hast mich schon eingeholt. Moin, Backfischpirat. Moin und Dave ist am Start. Dave, moin. Hier, guck mal. Tencent Europa. Und
zeig mal kurz, ich bin jetzt selber, ich habe es noch nicht gestartet. Also ich bin ein bisschen reingekommen, da muss ich noch die Grafik-Sachen lösen, das funktioniert jetzt alles. Was ich mir angeguckt habe, ist hier die Female-Charaktere. Und wenn jetzt mal angucken, wie das so aussieht, das ist schon nett gemacht. Guck mal hier. Das sieht schon nice aus. Und wenn man, und wir müssen halt bedenken, dass es halt so aussieht, es ist praktisch PUBG. Es ist praktisch PUBG. Und wenn wir mal gucken, das ist schon, guck mal die Gesichtszüge. Wir gehen nochmal auf das erste Gesicht hier. Wenn wir hier mal durchklicken. Man kann sogar den Gesichtsausdruck ändern hier oben. Sieht man das? Also so ein Lächeln. Hier guckt so böse. Hier traurig. Und hier, oh, und hier so ein typischer, so ein bisschen so ein Manga-Gesicht eben so ein bisschen. Wenn wir mal hier hingehen. Hier. Hier. Okay, gehen wir mal auf hier hin. Ist schon nett gemacht, oder? Ist schon nett gemacht. Und gehen wir mal hier hin. Mhm. So, dann haben wir hier knallroter Lippenstift und so, ja. Ist ein bisschen europäisch angehaucht vielleicht hier. Lol, das ist auch lustig. Dann hier mit weißen, blonden Haaren. Coole Frise. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil hier. Auch nett. Und das Ganze nochmal ohne Lippenstift. Okay, wir gehen auf den männlichen Charakter. Wir werden wahrscheinlich. Ja, irgendwas, was mir mein Ebenbild halt, ne? Bin ja auch sehr groß, stark, muskulös, volles Haar. Das heißt, so soll das natürlich auch rüberkommen, ganz klar. Das heißt, wir werden in diese Richtung hier unten. Also muss halt ein Abbild sein. Ja, das kommt am ehesten hin. So Haare nach vorne ein bisschen. Passt ganz gut. So rechts runter. Ja, das bin ich. Aber das Gesicht passt noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen. Vielleicht hier. Ja, ich habe schon schmalere Augen. Das ist mir schon zu schmal. Da guckt's böse. Ich bin eher so ein freundlich guckender. Der guckt so ein bisschen so hilflos. Nee. Ja, das bin ich. Fehlt noch die Brille. Das hier, guck mal, das bin ich. Das ist nice. Die Augen, so dieser gestochene, dieser konzentrierte Blick. Immer den Fokus. Fokus ist da, das sieht man sofort. Das passt ganz gut. Ich glaube, den nehmen wir. Was gibt's denn noch? Oh, WTF. Okay, alles klar. Nee, das ist nichts für mich. Normalerweise gehe ich bei sowas immer auf zufällige Erstellung. WTF. Nein. 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 Nose, Maus, Face Shape, WTF. Ach du Scheiße, Cheek. Oh, die haben die übertrieben. Guck mal, was man hier alles ändern kann. Unterkiefer, Oberkiefer, Seitenkiefer. Nee. Cosmetics. Da können wir schon eher mal gucken. Collar, Eyeliner, WTF. LOL. Warte mal, wo waren wir hier? Eyeliner, LOL. Wie geil ist das? Nein, da machen wir auch nichts drauf. Skin. Ja, machen wir es ein bisschen dunkler. Bin immer braun gebrannt. Da müssen wir hier das Dunkelste. Das Dunkelste ist noch nicht dunkel genug. Nehmen wir das hier. Skin, Details, Intensity. Ja, wir sind auf jeden Fall knapp Ü30er Haut. Ich habe noch sehr gute Haut. Also von daher lassen wir das Ganze noch schön glatt und straff. Aber schon mit einer gewissen Erfahrung, sage ich mal. Den Skill muss man auch durchschauen können. Und Aging. Ja, Aging, will mal gucken. LOL. Okay, also ein paar Jahre können wir draufhauen. Aber so ein, zwei Jahre vielleicht. Gucken wir mal. Machen wir mal. Ja? Ja? Ja, das kommt vielleicht noch ein Schuss. Machen wir mal 7. Ja. Na, ein Schuss, komm. Ja. Und Cosmetics. Ah, guck mal, mein aktueller Bart. Leider nicht dabei, oder? Nee. Nee. Nee, irgendwie. Lol. Nee. Nee. Ja, nehmen wir den hier, komm. Das passt noch am ehesten. Und Tattoo haben wir auch noch oben drauf. Was ist denn das für ein Tattoo, bitteschön? Ja, so ein Kratzer habe ich auch immer. Können wir lassen. Und dann haben wir noch mehr. Hairstyle haben wir auch noch mal. WTF, das lasse ich so. Nee, das ist okay, das ist okay. Das ist okay.
Gut, so lassen wir es. Das ist mein Charakter. Entspricht ganz gut meiner. Ein weiblicher Char würde eher zu Erik passen. Lolli. Was mache ich in-game? Genau, ich habe 1:1 safe nachgebildet. Auch hier fehlt eigentlich nur die Brille. Da fühlt man sich ja wie im MMO. Ja, das ist wirklich detailliert gemacht. Also schon krass detailliert gemacht, ne? Ah, hier können wir auch den Gesichtsausdruck nochmal ändern. Lass mal gucken. Gehen wir nochmal gerade auf Face. Genau, nehmen wir kurz den Gesichtsausdruck. Ja, freundlicher Blick. Alles so ein bisschen. Ah, so ein bisschen. So, ja, wir tun auch freundlich, aber eigentlich, ich will hier nur weg. So guckt er irgendwie. Ich will hier gar nichts. Ich will das gar nicht. Gehen wir mal hier hin. Ja, das ist schon übertrieben. So ein Fear-Face. Nee, wollen wir auch nicht. Lol, das macht alles keinen Sinn. Machen wir den normalen Blick. Schade. Okay, ich würde sagen, so lassen wir es. Solo, Party. Okay, gucken wir mal rein. Solo. Ah, was ist hier noch? Die Freundesliste. No Friends. Ah. Oh. No Friends. Okay, gehen wir mal auf Solo. Oh Leute, es geht schon los. Ich habe gar nichts eingestellt. Es geht schon los. Okay, Concentration, please. Oh, Match von Lol, es geht direkt los. Es geht direkt los. Ich dachte, jetzt kommt erstmal eine Lobby oder irgendwas. Das scheint Düsengeräusch zu sein. Vielleicht sind wir gerade im Flugzeug. Jo. Lol. Also denkt dran, das ist eine frühe Entwicklung von diesem Game. Eine frühe Phase. Wobei ich sagen muss, das sieht schon nett aus. Das Geräusch ist Katastrophe. Das Geräusch ist katastrophal. Lol, Exit. Ah, guck mal hier. Da springen sie schon. Also das Geräusch ist Katastrophe. Das wird jetzt die Grafik. Naja, geht, ne? 50-50. Okay, wir springen ab. Wir fliegen mal ein bisschen durch. Uns das ja in Ruhe angucken. Allererste Runde, fliegen wir mal ein bisschen durch. Irgendwo an den Rand vielleicht. Hier rechts hoch, go. Geräusch war okay. Das ist ein riesen Drache hier. Also da kann ich wahrscheinlich noch viel, viel weiter fliegen. Komm, wir fliegen ein bisschen weiter. Okay, nice. Ist schon nice gemacht. Lol. Okay, Landemodus. Er ist spät geöffnet. Okay. Okay, ich scheine relativ alleine zu sein. F für Open. Close. Alles klar. Nice! Ah, Grafik ist schön hier. C, ducken, ja. Grafik ist hier. Also hier gefällt es mir schon mal super. Ich habe gefühlt 300 FPS. Das ist ja mega. Sowas von lagfrei. Also ernsthaft. Komplett. Ist das alles 1:1 dargestellt? Ja. Komplett. Guck mal hier, meine ersten Gegenstände: Smoke Grenade. Und eine Weste. Okay, hat er die direkt angezogen? Inventory? Hier sind Sachen. Okay, und hier rechts sind. Okay. Hat er direkt angezogen? Sieht man das denn auch? Ich kann ihn nicht umdrehen. Ich sehe es. Ich kann ihn leider nicht von vorne anschauen. Aber ich denke mal, er hat. Hier liegt auch noch was. Das ist auch interessant, so ein bisschen casual-mäßig, dass hier alles so aufblinkt, ne? Jetzt habe ich eine zweite Weste und nochmal Granaten. Jetzt gucken wir mal die Weste. Jetzt ist sie hier. Warte mal, jetzt hat er die Weste 1 angezogen und die Weste 2 ausgezogen, oder was? Ah, ja. Weil ich die Weste 1 aufgehoben habe, hat er die jetzt getauscht. Ah, die hat er sogar hingeschmissen, die 1er. Ach so, die liegt hier. War da ein Geräusch? Vicinity, er hat die da hingelegt. Alles klar, das ist der Boden. Okay, er kann nur eine Weste mitnehmen, das war nicht mein Inventory, sondern das war der Boden. Okay. Nice. Okay, dann steh mal auf. Ich glaube, mehr ist hier gar nicht. Da lag er. Man sieht die Gegenstände natürlich super, ne? Backpack. Gucken wir mal direkt. Ist da sein Backpack hier hinten drauf? Ja. Und hier ist natürlich auch schön. Da kann man die Sachen dann entsprechend rüberziehen. Zum Beispiel Flashhider. Kann ich das hier reinziehen einfach? Ja, okay. Nice. Schön gemacht. Also casual. Intuitiv auf jeden Fall. Bandagen. 045er. Ach, groß alles, ne? Obwohl ich jetzt die WQHD-Auflösung habe. Das ist richtig schön.
groß gemacht. Ah, wir müssen mal langsam auf die Karte gucken. So, gucken wir mal. Aha. Aha. WTF, wo bin ich? Hier. Hier bin ich. Direkt hinter mir ist die Zone. Galileo Harbor. Karte sieht auch nett aus. Hier noch mit dem See. Und okay, wir werden uns alles mal angucken. Gucken wir erstmal hier. Meine erste Waffe. Hm. Nice. So, dann nimm die mal. Eins, zwei, zwei. Er lädt nach. Automatisch, beim in die Hand nehmen. Noch dieser Fortschrittsbalken, Smoke-Grenades. So, wie ist das mit Zielen? Aha. Dann geht er in First-Person-Modus. Hier liegt echt viel rum. Erster Helm, Level 1 Helm. Holographisches Visier. Nice. Gucken wir mal, ob wir das hier drauf machen können. Wo ist das jetzt? Ah, ist schon drauf. Lol. Lol. Weste, Backpack, Level 2 haben wir schon. Granate, Bandagen nehmen wir mit. Noch, ey, liegt super viel Zeug rum. Nochmal dieselbe Shotgun. Aha. So, jetzt tauschen wir. Gucken. Diese Shotgun aus. Nehmen die Muni mit. Und packen dieses Rotpunkt oben drauf. Lass mal gucken, wie es aussieht. Nice. Das ist schon eine andere Liga jetzt. Okay, Rotpunkt ist auch. Vordergriff hat er direkt drauf gemacht. Guck mal, ich musste gar nichts machen. Hat er alles direkt drauf gemacht. Ich musste gar nichts machen. Ist natürlich cool. Das gefällt mir. Also auch hier sehr casual. Das geht schon so ein bisschen. Oder sagen wir mal, was heißt casual? Es nimmt halt Arbeit ab. Finde ich persönlich nicht schlecht. Den Griff nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir mal raus. Wer da so dreist rumcruist. Wer ist da so dreist? Lol. Ach so, ich weiß, warum ich ihn vorhin nicht getroffen habe. Wir spielen ja auf dem asiatischen Server, das heißt. Lex Sinter. Lol. Kommt, er kommt runter, schade. Ausgestiegen. Ne, er fährt wieder. Olli, wir waren zu zweit. Jetzt ist er ausgestiegen, glaube ich. Ne, er fährt noch. Lol. Lolli, lol. First Blood. Naja, First Blood nicht. Aber für mich mein First Blood. Reload. Reload geht nicht. So, aha, okay, eine Kiste, auch wie bei PUBG. So, was haben wir denn hier? Flash, Heider, können wir den, den können wir hier drauf machen. Neues, also es wird schon farblich hervorgehoben, was wir machen können, wir sehen. Eine M4. Die tauschen wir hier aus, geil. Warte mal, da brauchen wir die 556er Munition. Das ist auch eine schöne Übersicht hier, das sieht man richtig gut, das ist cool. Hier so ein bisschen Twitch-Schuhe, Handschuhe. Jeans, Backpack 1, First Aid Kit nehmen wir noch mit. Und Schock für die Shotgun brauchen wir nicht mehr. Dann die M4. Okay. Nice. Das ist drin, das war von rechts. Da unten Kontakt. M4 testen. Kill. Wir looten den kurz. Oder war sein Kollege da drin? Schnell, schnell, schnell. Zone kommt. Guck mal, jetzt geht er. Ja, das sieht schön aus. Grafik ist wirklich not bad. War da der Kontakt? Ja! Shit! Hat er ja dann einen Vierfachskorb gehabt. Ich hab ihn nicht. Da läuft er jetzt. Gut, machen wir Spectate. Gucken wir mal, wie es zu Ende geht. Eine Frau. Abgemuxt. Nee. Rotpunkt. Rotpunktvisier.
Okay, das sieht ein bisschen ätzend aus, wie das nachstottert, ne? Um die Sicht zu korrigieren von ihr. Die Zone ist richtig klein. Zwei Leute noch. Lol, wo ist der andere? Lol, wo ist der andere? Am Ende war da die ganze Zeit bei mir im Haus, unten im Keller. Ja, die lootet erstmal mich. Aber ist schon nicht schlecht. Ich nehme an, dass man Hüte auswählen kann, sozusagen als Skin, und die werden jetzt angezeigt. Meinst du? Also die zeigen halt alles an, was ich anhatte. Ich weiß nicht. Mach das Visier auf die Waffe, damit du es mal mit V wechseln kannst. Achso, die verschiedenen Visiere testen, ja, können wir auch gleich mal machen. Probiere kein Dauerfeuer, also mach vier Schüsse, dann minimale Pause. Ja, Thermos, hast recht. Tapfeuer. So, er wird beschossen. Kontakt ist da von der anderen Seite. Von links irgendwo. Zone ist schon sehr, sehr klein. Ah, guck mal. Ja, von wegen kein Vierfachscope. Sie hat gewechselt. Die hat ein gutes Scope gehabt und es geht down. GG. Nee, nee, die hat ein gutes Scope gehabt. Findest klasse? Echt? Nice. Also das ist dein Kommentar, weiß ich echt zu schätzen. Weil Charming Fix natürlich wirklich. Also wenn einer weiß, PUBG und Co., was da Sache ist, dann ist das Charmy. Du findest das klasse. Nicht schlecht. Also mein Feedback so als, ich habe ja, ich spiele ja nicht so viel Battle Royale Games, aber also die Performance ist unglaublich gut. Ich würde gerne meine FPS auch sehen. Ich glaube, ich mache gleich einen FPS-Counter an. Guck mal, den Stock, den ich gerade gefunden habe, hat automatisch drauf gemacht. Rotpunkt hat automatisch drauf gemacht. Und diesen Vordergriff hat automatisch drauf gemacht. Alles automatisch drauf gemacht auf die M4. Vor allem den Stock hier. Reduced Recoil. Also mega nice. Ich muss mich echt um nichts kümmern. Nur wenn du halt Teile austauschen willst. LOL! Aim Easter? Und das bei einem Thai-Server. Mit 3000 Ping, ja, muss man mal dazu sagen an dieser Stelle. Das Hinlegen ist halt doof. Deswegen, ah, Bandagen, Bandagen. Kontakt. Cheers! Das ist der Ping, da kann ich nichts machen. Das ist halt der Ping. Ah, guck mal. Wenn ich einmal drücke, geht er direkt in diesen Modus. Wenn ich gedrückt halte, geht er in diesen Modus. Nice. Kontakt hinter uns. Kill. Man kann zwei Visiere aufsetzen. Ich habe jetzt hier auf die M4 entsprechend dieses. Jetzt kann ich wechseln zwischen dem Rotpunkt. Das Kim und Korn kann man auch austauschen. Nice. WTF. Das sieht doch geil aus. Guck mal, der Helm. Lol, der hat die Tarkov-Kopfhörer auf. Guck mal. Wie geil ist das denn? Mega nice. Guck mal, der Helm mit den Kopfhörern. Da sind die Comtexts. Comtexts 2. Guck mal, die Kopfhörer, die aufhat. Wie geil. Das ist cool. Guck mal, das ist auch geil, weil unabhängig davon, welches Visier ich aufhabe. Guck mal, man könnte jetzt mit dem Visier auf dem Visier bleiben. Ich habe jetzt zweifach drauf. So normal ziehen für Nahkampf. Und dann so. Und dann einmal drücken für zweifach. Zweifach, zweifach, zweifach. Und dann gedrückt halten. Zweifach gedrückt haben. Nice!
Und wenn man möchte, kann man dann hier in dem Modus dann wechseln auf Rotpunkt. Was man aber gar nicht mal bräuchte, weil das ist ungefähr dieselbe Distanz hier, dieses und dieses. Habe ich nicht gerade was gesehen? Lol, hat mir viel abgezogen. Heilen, aber den Kill haben wir gemacht. Ach cool, die Heilungsanimation, wie er sich so wegdreht. Lol. Lol. Achso, ich habe keine weitere. Und dann stürmen wir einfach. Was macht denn der da? Toll, wie das die Kugel eingeschlagen ist, in sein Fleisch eingedrungen ist. Warte mal richtig. Lolli lol. Wii's Desk. Oh, nette Klamotten. Vierfachscope. Ja, testen wir mal. Vierfachscope. Das Zweifach können wir dann hier unten drauf packen. Da packen wir wiederum das Rot. Wo ist mein Rotpunkt? Holographisches geht runter. Wo ist mein Rotpunkt? Movement. Bandage. Backpack 3. Ah, hier. Backpack 3. Ah, das ist wirklich sehr, sehr intuitiv gemacht hier, muss man sagen. Muni? Nee, müssen wir wahrscheinlich. Ach so, wir müssen Kisten kaufen. Klar, das ist zufällig. Das kann man gar nicht kaufen. Man muss Kisten kaufen. Okay, Kisten, 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 Kisten. Vault. Hier, Kisten. Hier. Blue Crate bekommen. Und den nehmen wir auch noch mit. Red Crate. Das wird immer doppelt so teuer. 2000 das nächste. Okay, gucken wir mal rein. Blue Crate, bitteschön. Right Click. Anti-Dusk Mask. Okay, und? White Bottom Down. Okay. Also ein weißes Hemd, das ist nicht so nice, weil ich auch schon. Na, das Shirt ist tausendmal besser. Aber die Maske ist, glaube ich, nicht schlecht. Guck mal. Ah. Wie ist denn das mit der Jacke? Kann ich die auch ganz ablegen? Ja. Ist cooler. Und jetzt mal das weiße Hemd. Nee. Oder? Gehen wir mal so raus. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Schön, ich mit rein. Ich bin gleich am Anfang raus mit den anderen in die größte Action. Direkt am Anfang. Let's go. Geil, mit der Musik dazu. Jetzt gibt's Gemetzel. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Nice. Gut gelaufen.
Nimm doch das Ding. Dreh durch. Also mal cool, in die Action reinzuspringen. Weste. So, ich hatte gar keine Weste. Komm, da ist ein Motorboot. Gucken, ob das geht. Jo, man kann schwimmen. Nice, sogar schön gemacht mit dem Schwimmen, guck mal. Ja. Cool. Wie sieht das geil aus? Geil, nicht schlecht. Lol. Das Beifahrt hier sieht lustig aus wegen Pick und so. Okay, die ganze Zeit in die Luft. Steilkurve. Cool. Cool gemacht. Das ist so eine Sprungschanze, die können wir mal testen. Festhalten, festhalten. Nice. Bisschen hier weiter. Waren die Häuser schon gelootet? Das weiße rechts schon? Ja, hier hatten wir alle. Ja, müssen wir langsam weiter. Was hast du für Waffen? Ich hab AK und eine Pistole. Okay, nice. Ja, hinter mir. Kriecht. Ich flankiere rechts zu links. Jo. Storm the front. Holy moly. Boggy. Ja, der ist tot. Nice. Ja. Holy moly, bist du da runter? Holy moly. Das ist auch cool. Ich kann jetzt werden.
Oh, nicht hingucken. Holy moly. Oh, bremst, kann ich nicht bremsen. Sturzflug. Leute, geht gar nicht mal so schlecht. Nice. Wollte ich vorhin sagen. Simio, vielen lieben Dank für deinen Host. Ich sage mal ganz kurz, weil ihr alle jetzt von Arena of Valor kommt und von Tencent. Ganz kurz, was ihr gemacht habt. WTF. Tencent hat ein, vielleicht wisst ihr ja schon längst alles, Tencent hat ein eigenes PUBG rausgebracht. Könnt ihr das öfters so spielen? Ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Ja, ich muss nur einstellen. Lenny, moin Lenny, moin Lenny. Pass auf, ganz schnell, was wir gemacht haben. Garena, ihr geht auf garena.com, ich mach's ganz schnell. Garena.com, www.garena.com, okay? Da geht ihr drauf und dann könnt ihr euch kostenlos den Garena Launcher runterladen. Der ist for free. Da geht ihr rein, ich zeig's mal ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Kurz Login. Oh, moin, Konkubine. So im Simio, SJM, Sim Community. Ja, alle Simios. Bist du auch ein Simio? Heute schon gesimiot? So, und dann eingeloggt. Und dann sind wir hier. Und wenn wir eingeloggt sind, ich erkläre es ganz kurz. Wer es ausprobieren will, ist ein Geheimtipp. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Hier oben rechts auf das Rädchen. Und dann könnt ihr hier Sprache und Server auswählen. Jetzt ganz, ganz wichtig. Wir reden von Tencent und Arena of Valor, ja? Also nicht vergessen. Wir sind noch im selben Metier. Hier ist normalerweise Singapur ausgewählt als Standard. Da geht ihr auf Thailand, okay? Und dann drückt ihr auf Save. Und was passiert dann? Warum der ganze Spaß? Wegen dem Game hier. ROE. Das ist Tencents nächster Battle Royale-Spiel, Ableger. Richtig geil. Ich wollte es kurz antesten heute. Wir haben das jetzt 4 Stunden lang gespielt. 4 Stunden. Weil es richtig Laune gemacht hat. Also ich kann es nur empfehlen und euch ans Herz legen. Das ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp jetzt. Grüße gehen raus an alle Simioianer. Und vielen Dank für die Follows an Venom, PvP, HD und Konkubina17. Schön, dass ihr da seid. Grüße gehen raus. Und nehmt das bitte als Tipp, weil Simio, du bleibst in der Family mit Tencent und so. Und hast vielleicht Spaß noch an einem Shooter. Richtig casual, es ist wie PUBG, aber es geht ruckzuck, du kriegst sofort deine Waffen, die Aufsätze gehen sofort drauf, die Grafik ist richtig, richtig smooth, also ganz weich alles und auch für schlechte Rechnersysteme geeignet. Deswegen glaube ich, kann es sich gut ausbreiten, dieses Game. Es ist sehr, hat viel, viel Loot, das heißt, es ist relativ casual, du gehst rein, findest sofort deine Sachen, du siehst unten schön dein Rucksack-Level, deine Ausrüstung, deinen Helm-Level, kannst sofort sehen, was du brauchst, die Munition steht bei jeder Waffe dabei. Es ist wie PUBG, aber viel leichter. Manche werden es sicher nicht mögen, andere werden es lieben, aber es lohnt sich mal reinzugucken, das möchte ich als Geheimtipp sagen, okay? Jo, danke nochmal.